Wir haben ihn gestern zeremoniell mit einer kleinen ehrwürdigen Pose begrüßt, wenn man sich quasi aus Respekt kurz denn verneigt. Alternativ, wer quasi Schmerzen im Bein hat, kann ihm auch quasi in unserem Krähengruß begegnen, um die Energie zu tanken, die er uns spendet, Kiflom. Okay. Sagen Sie mal, Sie haben vorhin gesagt, der Botschafter, der hat ja durch diese Kleidung eine besondere Stellung, ne? Genau. Ist es für Sie möglich, die irgendwann auch zu erreichen? Oder ist Es. das nur für diese Menschen und diese Botschafter aus dem anderen System und gibt es da noch mehr von? Es ist so, die Lehre von Tongva ist ein weitreichendes Gebiet. Ja, wir haben auf den verschiedensten Planeten Anhänger von der Lehre von Tongva. Hab ich nicht. Ich habe keine 5K. Oh Ich bin Mann, der ey. Würfelpark. Denkst du, ich habe 5K für jeden oder was? Hi. Hallo. Hola. Hi. Kiflom. Oha, Kiflom wer fragt. ist denn da? Sonny! Was geht denn dies? Wie geht's dir? Ja, gut. Und Welcher dir? Sonny ist das? Oh, Was für oh. Sonny ist das? Oha, ich hab gedacht, du bist schon verschollen oder so. Ist dir kalt? Bist du Ja, krank? ich hab. Ich war. Die Lehren von Tongva haben mich eingefroren. Sagen wir es mal so. Kiflom fragt. Kiflom fragt. Oh, du bist in dieser komischen Sekte? Oha. Naja, Das ist keine nein. Sekte. Das ist doch keine Sekte, Denise, bitte. Doch, das hat mir Lia Nein, erzählt. du musst da mal hingehen, dann überzeugen die dich, dass Ja. es keine Sekte ist. Giflom Fakt. Du musst auch mal hin, Denise, ja? Soll Echt? ich dir das mal zeigen, oder was? Ja, zeig mal. Okay, machen wir, ja? Also, wo ist diese komische Sekte? Willst du jetzt schon sehen? Ja, weiß nicht. Dafür musst du vorbereitet sein, aber, gell? Ja. Was muss man da machen? Du musst dir auf jeden Fall Zeit nehmen. Und der Ja. Funken muss überspringen, gell? Ich hab Zeit. Ja, Die hast du auch Flamme den in dir Funken? muss halt anfangen zu lodern. Ja. Was für eine Flamme? Eine innere Flamme. Am Eine Anfang ist es innere noch Flamme? nix, aber dann wird es ein Funken und dann. Bitte Ja. mir leid, Flamme. Alain, jetzt wird voll komisch, ey. Was ist das Sektenmecken hier? Ja, aber Giflom Fakt? ich hab das Was für schon davon Tiflom? gehört. Was? Also, Oh. Lia war schon mal bei einem Treffen und dir Ich doch, glaube, die meintest du, sagen oder Familie. Keflon Fakt oder sowas. Ich verstehe die auch nicht immer. Also die erfüllen auf jeden Fall dein Leben, ja. Echt? Ja, also ich war jetzt nur einmal Ja. da, ne? Tschüss. Aber. Oh, jetzt hat jemand angenommen. Tschüss. Adios, Mann. Ja, wie du magst, also. Ja, wo sind die? Wir sind jetzt mit Ferrari da, gell? Das ist leider nur ein Zweisitzer. Ich bin mit Lambo, ich kann nicht hinterher fahren. Dann machen wir das so, oder? Okay. Ja, dann Gut, entführen wir Giflom. dich mal, die Herrschaften und so, gell? Noch einen schönen Tag. Ciao, Eine ciao, kurze Frage, nur Leute. eine kurze Frage. Ja, bitte. Ja. Welcher Sonny bist du? Wie heißt du mit Nachnamen? Montana. Ach, du bist der Sonny Montana. Ja. Man hört viel über sie. Echt? Ja. Dass sie so voll die Legende der Insel sind. Oh, das freut mich, ja. Also. Ja, dass sie bei LCN waren und einmal so voll krass dabei waren und jetzt sich bisschen, jetzt nur ein bisschen ruhiger sind. Ja, jetzt ist ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, aber vor dem Sturm die Herrschaften, ja. Vor dem Sturm. Ah, Ja. bin mal gespannt. Ja, aber freut mich, das zu hören, ja. Auf jeden Fall, der Geist ist immer noch da, auch wenn du nicht da, sie nicht da sind. Das ist sehr schön zu hören, ja. Na, Köpfler, Fakt. Was ist dieses Keflon-Fakt, Alter? Meinst du ein Nicht Kevlar-Fakt oder was meinst Keflon. du? Das ist so eine kleine Spielerei nebenbei, kann man mal machen, kann man sich mal angucken, Ach aber. so, ich dachte, ihr habt so eine Nein, 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 da geht's Störung, um. ganz was. Das muss ich noch rausfinden, ob die das haben, ne? Weil wenn ja, dann müssen die leider auch sterben, gell? Macht ja fast keinen Unterschied, ne? Ja, korrekt, Ja, Jungs, dann gut. wünsche ich euch noch was, gell? Adieu. Ciao, Adieu. schöne Grüße von Miro. Ich Keflon. hab gerade mit ihm telefoniert, Sonny. Ja, ah, danke schön, gell? Grüß. Ja, hast du das gehört, David, ja? Der Maul, das hast du gescript. Ich Hast du bin ihm die. safe $1000 gegeben? Sag, komm, sag mal, dass ich krass bin Gar und. nichts, David, Alter. Klar. David, Junge, ich bin eine fucking Legende, Mann. Akzeptier's Digga, einfach. babbel nicht. Denise, hier sind die. Echt, oder? Reit mich nicht in eine Scheiße Denise, noch kannst du umdrehen. Wenn die überhaupt da sind. Aber ich zeig dir gleich den Botschafter, ja? Ja, okay. Okay, ist keiner mehr da, ja? Also. Schade, schade, schade. Das ist der Botschafter, ja? Von, Was ist wie ist der das? Planet? Ups, Tongva oder so, gell? Nee, Nee. der Planet. Hallo. Der ist sehr. Redet der Der nicht? redet Nein, nicht nein, der hier. ist schweigsam, aber. Ey, wir sollten nicht zu sehr hier rumlaufen. Lass wieder Ja, gehen. stimmt, stimmt. Lass gehen, Okay. lass gehen. Wenn keiner da ist, gell? Ich will keinen Ärger. Ich war auch selbst nur Giflom. einmal hier. Giflom, Da ist, glaube ich, einer gekommen gerade. fuck. Psch, 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 psch. Nicht, dass Ja, hier und einer was machen die so? Was machen die so?
Muss man da Tiere essen oder sowas? Nein, ich weiß es doch selbst nicht, aber warte mal, wir haben uns jetzt einfach reingeschlichen, ne? Das dürfen wir doch gar nicht, oder? Doch, da darf man einfach so rauf. Echt? Ja. Und guck, das sind einfach friedsame Menschen, ja? Okay. Schade, also, keine Satanisten oder sowas? Nein, Kifflerfakt, ja. Also ich weiß es selbst nicht, also ich glaube nicht. Ja, krass, und seit wann bist du da schon Mitglied? Gar nicht, ich war eben das erste Mal da. Okay. Ganz. Warte mal, ich spüre auch eine, schau mal da, wer ist das denn? Kiflom. Hallo? Hören Sie uns? Ja, ich höre Sie. Mahlzeit. Kiflom, bist du ein Gelehrter? Nein. Nein, bist du einfach so hier? Richtig. Du bist doch von Klaas einer, oder? Ein guter Freund. So sieht's aus. Ah, wie war nochmal dein Name? Sven. Sven, okay. Kann ich euch helfen? Nö. Gut, ist ja einfach. Bist du auch bei dieser Sekte oder nicht? Bist du verrückt? Ist nicht reicht schon, wenn ich mir das jeden Tag anhören kann. Ist das crazy oder sind die ein bisschen gestört? Was ist mit denen? Ist eine Mischung aus beiden, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Ist mal interessant, mal so zu hören, dieses ganze Getöse, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber meins ist das auf keinen Fall. Man kann das mal mitmachen hier, sich, wie war das noch, segnen lassen. Ich kann euch beiden ja mal was zeigen, kommt mal kurz mit. Ja. Und das da drüben, was da steht, ist im Übrigen ein Raumschiff, ne? Also nur mal so am Rande, ne? Das ist ein Auto. Nein, die nennen das Raumschiffe. Und hier, das ist der. Und hier zeige ich euch den Gesandten, der mit dem Raumschiff gekommen ist. Den kenne ich schon, ja? Achso. Ja. Kiflom. Ja, aber genau. Der sagt halt nichts. Der ist halt mit dem Raumschiff gekommen, wo das Erdbeben war und lalala. hör auf, der ist heilig. Ja. Den ist ja, der ist echt heilig, also habe ich zumindest gehört, ne? Krass, ich spüre schon wieder die Präsenz. Und ihr auch? Lass mich kurz überlegen. Nein. Oh. Ich weiß nicht, ich finde das schon komisch irgendwie. Irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl im Bauch, wenn ich da bin. Gell? Ja. Ah, ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Ob ich das gut einschätzen soll oder eher so schreckhaft. Ich weiß nicht. Meine, ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, 25.000 Gespräche mit den Jungs so geführt, aber für mich haben die ein bisschen einander. Aber was hat's mit den Raumschiffen auf sich? Die glauben an so eine Gemeinschaft hier, die Lehre von Tongwa und die Krähe und... Also im Grunde genommen lehren die ganz einfach, du sollst dich nicht deiner Arbeit hingeben, du sollst das Leben genießen, dich frei machen. Aber das ist ja gut eigentlich. Ja, völlig außer Frage. Und trinken die Blut? Das glaube ich nicht. Zumindest habe ich sie noch nicht dabei erwischt. Man kann das Ganze mal mitmachen, ist ganz lustig. Mhm. Ja, muss ich mir mal anhören. Ja, okay. Auf jeden Fall. Weißt du, vielleicht hilft es auch, wenn jemand... mir hilft das bestimmt. Ja. Vielleicht dir auch, wenn du Probleme hast, ne? Ja, voll. Genau, der hilft dann auch und so, ne? Ja. Ich will mir auch nicht zu nahe treten, weil desto näher ich komme, desto... Oh, da kommt die Flamme in mir, gell? Und das ist das Taufbecken hier, ne? Also, was, da wird man Segnungsbecken. Nee, gesegnet wird hier. Ah, gesegnet, okay. Ja, genau. Ich hatte mich schon so ein bisschen an diese, Sie kennen das ja natürlich aus den ganzen Western-Filmen, diese Martha-Falle, genau, so ein ja? Totem. Richtig. Genau, hier ist Sonny. Da hatte ich auch für Sie. Da hatte ich ja schon meinen göttlichen Schock kurz, Entschuldigung. Kiflom. Seine Exzellenz, der Botschafter vom Backlot. Aha. Oh, ja. Wie soll man ihn denn am besten begrüßen? Wir haben ihn gestern zeremoniell mit einer kleinen ehrwürdigen Pose begrüßt, wenn man sich quasi aus Respekt kurz denn verneigt. Alternativ, wer quasi Schmerzen im Bein hat, kann ihm auch quasi in unserem Krähengruß begegnen, um die Energie zu tanken, die er uns spendet, Kiflom. Ah ja. Okay. Also was Sie haben vorhin gesagt, der Botschafter, der hat ja durch diese Kleidung eine besondere Stellung, ne? Genau. Ist es für Sie möglich, die irgendwann auch zu erreichen? Oder ist das nur für diese Menschen und diese Botschafter aus einem anderen System und gibt es da noch mehr von? Es ist so, die Lehre von Tongwa ist ein weitreichendes Gebiet. Ja, wir haben auf den verschiedensten Planeten Anhänger von der Lehre von Tongwa, wo wir noch gar nicht wissen, dass es die überhaupt gibt. Dieser Herr, der stammt aus Backlot. Backlot ist ein weit, weit entferntes System, ein anderer Planet. Und die Wissenschaft von heute weiß nicht mal, dass es Backlot gibt. Ja, aber wir wissen das, weil wir haben Kontakt zu Baklotanern. Die Baklotaner sind ein Volk, die den Menschen sehr, sehr ähnlich sind. Von der Genetik und auch, sagen wir mal, von anderen Dingen. Von der Gefühlslage, von der Empathie und sowas. Und die sehen auch so wie wir aus, ne, wie es unser Botschafter auch tut. Und wir haben quasi diplomatischen Kontakt zu den Baklotanern aufgenommen oder die eher zu uns. Denn die Baklotaner verfügen über, sagen wir mal, Technologien, wo wir noch von träumen könnten. Der Herr hier ist selber mit einem Raumschiff quasi
hier auf die Erde niedergekommen. Wir haben ihn abgeholt und das ist natürlich nochmal viel, viel erleuchtender. Also ich finde es immer wieder sehr, sehr heftig, wie das hier so ist, ja. Wir kennen uns auch mit der Stadtgeschichte sehr, sehr gut aus. Wir können verschiedene Punkte hier in dieser Stadt oder auf der ganzen Insel sogar zuordnen und beschreiben, wie diese entstanden sind. Beispielsweise Land Act Stausee. Hier ist die Geschichte, dass die Krähe von Tongva einen Kampf mit den dämonischen Schattenwesen Shokase hatte. Und bei diesem Kampf hat die Krähe von Tongva eine Träne verloren und dort ist dieser Staudamm entstanden. Und dieser Staudamm ist ja bekanntlich wichtig und richtig für diese Stadt, denn sie versorgt uns mit Wasser, was lebensnotwendig ist. Und so schafft man einen Ort, wo es egal ist, wer du bist oder was du bist, sondern wie du bist. Aufgeklärt wurde ich noch nicht, komm. Auch für Sie, seine Exzellenz, der Botschafter vom Backlot, der da vor uns steht. Für den dazugekommenen Herrn. Woher? Der Botschafter vom Backlot, dem Urplaneten quasi, der für uns als Beleg außerirdischer Existenz gilt, Geflom. Und der uns hier seit Donnerstagabend, Freitagmorgen beehrt und besucht. Er ist mit dem Raumschiff hergekommen. Genau. Fakt. Genau. Schriften, die sagen, wo das ist. Wir haben es gesehen. Wir haben es tatsächlich gesehen, weil wir haben den Botschafter vom Tempel Galileo abgeholt und dort ist er mit seinem Raumschiff gelandet. Ja, der ist klar. Oh. Ja, egal. Nee. Wir wissen, dass es Leute gibt, die halt immer, ja, wie wir es vorhin schon beschrieben haben, immer skeptisch sind und so weiter, aber so ist es halt eben. Ich kann es den Leuten nicht verübeln. Ja, also er kam halt natürlich sehr motiviert um die Ecke geflogen. Kiflon. Es ist einfach nur, um runterzuziehen und ja klar, die ganzen, alle, die so ein bisschen unsicher sind, ne, und ja, vielleicht auch nicht so offen, die rennen dann lieber da hinterher, aber das ist auch okay. Und wir werden weiter dranbleiben, hieraus was Schönes zu machen, genau. Ja, mein Freund, der David, hat schon einen epileptischen Anfall gehabt. Ich weiß nicht, ob der damit gerade so klarkommt mit allem. Deswegen würde ich langsam auch den Weg nach außen, draußen suchen. Ja. Giflom, ja. Giflom. Ja. Und ja. Einen wunderschönen Tag noch, gell? Giflom. 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 Dann wunderschönen Tag noch, ne? Haben Sie sich wohl. Gleichfalls, Giflom. Giflom. Also. Wo die meinten, da sind Leute, die wollen den Botschafter abknallen. Krass, Alter, ey, ich fühle mich schon geläutert, gell? Heftig, ne? Das heftig. War schon eine krasse Erfahrung. Boah, also, Giflom, Alter. Giflom, Fakt. Giflom, Fakt. Was heißt eigentlich dieses Fakt, Alter? Fakt, weil die ja sagen, dass alles, was die sagen, sind Fakten. Achso. Wir haben es gesehen. Fakt. Ja. Scheiße, ich zieh das voll durch jetzt, ey. Digga, ich sag dir ganz ernsthaft. Oh. Digga, was ist, wenn Jairo auf diese Leute trifft? Boah, Digga, wir müssen, wenn Jairo mit denen Kontakt aufnimmt, wir müssen zu denen hin. Auf jeden Fall. Sprechen. Ich will das miterleben, wenn er mit denen spricht. Ich auch. Digga, das wird bestimmt ein Highlight, Digga. Das wird das Highlight des Jahres. Giflom. Giflom, fuck, Digga. Perfekt.